Einen wunderschönen guten Tag, liebe Beachvolleyball-Freunde, und herzlich willkommen zum Innsbruck Beach Event Sport Talk Nummer 2. Und an der Ankündigungsvideo oder auf der Ankündigungsplattform wird das Ganze da gestartet, wird auf der Grafik, sieht man sie immer, Simon Vages und Raphael Dobler. Warum ist der Raphael Dobler jetzt noch allein? Frage ich mich auch, darum nehme ich ihn gleich dazu. Wieder mal von Osten Österreich in den Westen, Simon, wie geht's? Hallo, mir geht's gut, servus, schön, dass ihr alle zuschaut. Was tut sich jetzt gerade mal? Zähl mal ein ganz kurzes Update. Wir haben jetzt ja schon wieder Mitte April, lang dauert es ja nicht mehr, bis der Innsbruck Beach Event gestartet wird. Was gibt es gerade aktuell und Neues? Bitte. Ja, es tut ja sehr viel. Wir stecken wirklich in den finalen Vorbereitungen. Und was wir letzte Woche schon ein bisschen angekündigt haben, das ist ja diese neue Plattform auf YouTube, die wir gestartet haben. Da werden wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen. Und für das Innsbruck Beach Event, da testen wir gerade im Hintergrund allerlei Sachen aus, weil wir haben einiges Neues für das Innsbruck Beach Event vor, aber da können wir jetzt nicht drüber reden und ist auch noch nicht spruchreif, aber es wird heuer ein komplett anderes Bild vom Center Court geben als in den letzten Jahren. Eine Sache noch, wir haben es über meinem Kopf eingeblendet, die heutige Ausgabe wird präsentiert von Active Time Speech Camps. Und da hast du eine Info mir geschickt, denn die finden dieses Jahr aufgrund von Corona woanders statt, glaube ich, gell? Ja, genau. Normalerweise finden die Camps immer in Kaune statt und war da auch selbst schon dort, war Trainer, als Teilnehmer, sind immer richtig coole Camps. Und dieses Aperol-Feeling und Beachvolleyball-Feeling, das gibt es heuer an ausgewählten Standorten in Österreich, weil es halt aktuell noch schwierig ist, nach Kaune zu fahren. Aber ich hoffe, dass vielleicht noch am Ende vom Sommer die ein oder anderen Camps dort stattfinden. Und wenn ihr mal ins Beachcamp fahrt, dann fahrt zu Active Times, vielleicht sehen wir uns dann drauf. Wo kann man sich da informieren? Ja, auf der Homepage von Active Times, da findet man auch alle Camps, die jetzt in Österreich stattfinden. Ich glaube in Salzburg an den 10, da finden ein paar statt in Wien. Ich glaube in Tirol findet auch an statt. Schaut einfach auf der Webseite vorbei. Active Times hat auch während Corona ein Angebot für euch. Versuche mal hinzukommen, ganz einfach spiegelverkehrt da oben über meinen Kopf noch einmal Active Times Beach Camps das Ganze anzuschauen, bitte im World Wide Web. Lass mal da oben jetzt stehen, ist nämlich unser heutiger Sporttalk-Partner. So, wir haben jetzt eine große Ankündigung, mein Lieber, denn ich würde mal sagen, mit Trommelwirbel werden wir hier nämlich jetzt hier eine Weltpremiere feiern und einmal was verkünden, was, glaube ich, dich auch sehr, sehr stolz macht. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Logo dazu und dann reden wir auch darüber, denn du und Flo Schnetzer, ihr habt euch ein großes Projekt angetan sozusagen und steht vor euch. Aber ich würde mal sagen, ich nehme mal das Logo dazu, da haben wir schon, nämlich da steht schon ein cooles neues Logo, verschiedene Bälle in einem TV-Kastel. Das Ganze heißt, wie mein Freund, sagst jetzt bitte du die Weltpremiere. Es ist Ballin, unsere neue Streaming-Plattform auf YouTube, ein YouTube-Kanal, den der Flo Schnetzer und ich jetzt ins Leben gerufen haben, weil wir eben das Gefühl haben, es gibt noch keine Plattform, auf der Beachvolleyball in Österreich präsent ist und vor allem gestreamt wird. Und jetzt im Corona-Jahr ist es einfach Thema Nummer 1, da brauchen wir so eine Plattform. Und der Flo und ich sind eine Veranstalter von zwei Turnieren, also das Innsbruck Beach Event Pro 120 und er mit dem Unterrad Pro 80. Und ja, da haben wir uns gedacht, wir müssen das jetzt gründen und ins Leben rufen und in weiterer Folge soll diese Plattform auch Plattform sein für andere Sportarten wie Basketball, Fußball und andere Ballsportarten, die dann alle auf dieser Plattform laufen können. Und dafür hat uns unsere Grafikerin vom Innsbruck Beach Event, die Susi Grashoff, ein wunderschönes Logo gebastelt. Und danke Susi, dass du da jetzt gleich wieder weitergeholfen hast, das so ins Leben zu rufen. Und jetzt schauen wir, dass wir dann unsere Turniere gut umsetzen, viel Content schaffen und auch diese Sporttags sind jetzt immer auf dieser Plattform von Ballin. Also abonniert fleißig diesen YouTube-Kanal, da kommt noch einiges auf euch zu. Ballin! Erstens mal finde ich ein großartiger Name und zweitens denkst du jetzt quasi als passionierter Beachvolleyball im Herzen natürlich auch sportübergreifend und ich denke mir, ja, klingt großartig. Also man sieht schon im Logo drinnen verschiedene Ballarten hier abgebildet. Das heißt, du denkst nicht nur am Beachvolleyball, sondern in Zukunft auch auf einen größeren gedachten Channel. Ich bin einmal gespannt, was da alles passieren wird. Und wir haben es, glaube ich, auch schon persönlich abseits von diversen Sport-Talks und sonstigen sozialen Medien schon besprochen. Zukunft ist, glaube ich, der Stream. Vor allem auch YouTube, oder?
Ja, also YouTube ist ein absoluter Evergreen. Auch wenn es jetzt neue Streaming-Anbieter wie Twitch gibt, ich glaube, dass YouTube einfach so das Große für alle ist und einfach funktioniert und den Zugang für alle eigentlich ermöglicht. Und ja, YouTube gehört halt zu Google und da muss man einfach präsent sein, wenn man in der Zukunft ein Wörtchen mitreden will. Ja, okay. Das heißt, Ball-In, da werden wir noch in Zukunft viel hören. Dieses Logo, ich blende es noch einmal ganz kurz ein, werden wir uns, glaube ich, merken, uns auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben. Wird man auf YouTube dann auf jeden Fall sehen können. Und vor allem, ganz wichtig, natürlich auch beim Innsbruck Beach Event, wo wird gestreamt? Ja, genau, auf dieser Plattform eben. Also deshalb diesen Kanal abonnieren, jetzt auf YouTube gehen, Ball-In auf die Glocke klicken und dann seid ihr up to date. Wir haben ja noch keine Instagram-Channel und keinen Facebook-Channel, sondern wir wollen jetzt rein einmal auf YouTube das machen und uns darauf fokussieren. Ja, gut Ding braucht Weile, mein Freund. Gut Ding. Ball-In, großartiger Name, bin gespannt, was da noch alles kommen wird. Gehen wir noch einmal ganz kurz auch zurück zum MyBeachEvent und Innsbruck BeachEvent. Es gibt ja einige Herausforderungen dieses Jahr, angefangen vom Sponsoren. Das Geschäftsmodell einiger Branchen hast du ja mir aufgeschrieben, ist ein bisschen schwierig und auch das Covid-19-Sicherheitskonzept, da gibt es so viel zu beachten. Erzähl mal, was müsst ihr denn da 2021 alles hier organisieren? Das ist ja eine Menge. Ja, also wie schon angesprochen, die Sponsorensituation ist halt extrem schwierig. Also zu dem, wo die Sponsorensituation schon allgemein schwierig ist und es schwierig ist, Sponsoren zu überzeugen, ist es also in so einem Corona-Jahr halt nochmal schwieriger. Da war es letztes Jahr noch vergleichsweise leicht, einen Sponsor weiterhin bei der Stange zu halten. Wir haben ja gesagt, ja, die Hälfte vom Publikum ist da und wir haben einen Livestream, der war letztes Jahr neu. Und heuer ist auf einmal das komplette Publikum weg und dann am Sponsor zu erklären, ja, wir machen jetzt alles digital, das muss man erst einmal rüberbringen und dem ein gutes Angebot machen, wieso das auch digital funktionieren soll. Und ja, es gibt echt Sponsoren von uns, wir haben verschiedene Branchen, die wir da abdecken und es trifft die Sponsoren halt alle unterschiedlich hart und da gibt es halt zwei von unseren Sponsoren, die einfach überhaupt keine Einnahmen mehr haben jetzt durch Corona. Das ist halt extrem schwierig, dass die uns dann was sponsern, weil woher sollen sie das Geld nehmen, wenn sie können ja nicht ihre Förderung, die sie da kriegen vom Staat, an uns weiterschicken und selber bleiben, kriegen sie wieder nichts. Also so funktioniert das halt nicht. Und wie immer gesagt, wir schauen, dass wir auch weiterhin mitkommunizieren. Und der steigt dann einfach nächstes Jahr wieder ein. Und ja, das ist einfach ein gegenseitiges Vertrauen, das man sich in Corona halt jetzt nochmal mehr beweisen kann. Ja, große Reaktion auch von dir. Das heißt, man sieht schon in Corona-Zeiten, ist das ein Wechselspiel. Also ein bisschen so ähnlich wie eben auch Beachvolleyball. Man spielt sich die Bälle wieder zu und hält zusammen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass quasi die Sponsoren zu einem Event halten, sondern der Event auch einem Sponsor, der wahrscheinlich jetzt nichts geben kann, die Treue schwört. Respekt, Simon, finde ich großartig. Das heißt, man versucht hier gemeinsam durch die schwere Zeit zu kommen und dann hoffentlich 2022 wieder gemeinsam voll anzugreifen. Ja, genau. Also das ist einfach das A und O in diesem Business. Man muss einfach schauen, dass man da eine gute persönliche Ebene erfindet zu dem Sponsor. Und da sich gegenseitig das gegenseitige Vertrauen eben schenkt. Und dann kommt man auch durch schwierige Zeiten durch. Und wir haben auch, das ist auch witzig, ich habe so viele Sponsoren heuer neu angefragt und habe von allen oder von vielen eigentlich gesagt, ja, melde dich bitte nächstes Jahr, dann seien wir sicher dabei. Und deswegen freue ich mich einfach auf die Zeit auch nach Corona wieder. Ja, sehr gut. Ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen versuchen ja mit diesem Livestream, den wir vorhaben, da wirklich große Reichweite zu schaffen. Und unsere Idee war natürlich dann auch zu sagen, naja, es gibt eine super Funktion, weil wir auch gleichzeitig auf Facebook streamen. Also nur mal ganz kurz der Plan. Wir werden Facebook bedienen, da sind die Leute zum Teil auch schon und wir werden benachrichtigt, wenn da irgendwas tut. Deshalb auch unbedingt Fan werden von zwei Seiten. Einmal MyBeachEvent und Innsbruck BeachEvent, wäre ganz wichtig. Und dann natürlich hatten wir die Idee, weil Facebook ja eine großartige Funktion hat, nämlich den sogenannten Crosspost, wo wir dann quasi direkt den Livestream so weiterschicken können, als wäre es der Livestream dieser Seite, wo wir ihn hinschicken. Und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir die Sponsoren auch mit. Darum hast du ja auch gesagt, okay, jeder Sponsor, der sich hier einbinden will, kann natürlich diesen Livestream auf seiner Facebook-Seite mitnehmen.
Und noch ganz kurz zur Erklärung, warum gibt es dann auch auf Ball in Zukunft den Livestream? Ganz einfach, weil es bei Facebook noch ein paar Einschnitte gibt, was die Qualität betrifft. Und auf Ball in, auf YouTube, können wir die ganze Macht sozusagen rüberbringen, die wir produzieren, nämlich Full HD und 60 FPS, und das wäre der Plan. Aber noch einmal ganz kurz zu dem Thema Sponsoren. Da werden einige mitmachen und diesen Livestream auch mitpräsentieren auf deren Seiten. Ja, genau, also du hast es sehr schön erklärt, und die Sponsoren, die finden das eigentlich richtig cool, was wir da vorhaben. Die sehen auch die Chance, dass sie digital da jetzt sehr präsent sind. Die können Werbung schalten im Livestream. Wir können die Werbeclips so einspielen, wie wir das wollen. Und wir haben sehr viele Gewinnspiele dann auch für den Livestream vorbereitet, dass es also wirklich attraktiv ist, im Livestream zu bleiben und auch einen Unterstützungsbeitrag zu spenden. Wenn ihr das Produkt cool findet, gibt es für alle, die da was spenden, auch eine Verlosung. Und da können unter anderem zum Beispiel jetzt Lift-Tickets von Baccia Kofler gewonnen werden. Und viele andere Produktpreise können wir eben auch da verlosen. Und ich glaube, es wird ein richtig cooles Ding, was wir da eben vorhaben. Simon, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang reden, aber wir haben immer gesagt, wir wollen diese Sport-Talks relativ kurz halten, weil sonst wird es dann irgendwann eine lange Wurst. Beim nächsten Thema werden wir wahrscheinlich auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das ist dir nämlich auch ganz wichtig. Es ist ein Wahnsinn, wie viele Punkte du als Eventorganisator da up-to-date und, sage ich mal, zeitgemäß halten willst. Gibt es noch irgendetwas, was wir in der Ausgabe noch sagen, bevor wir jetzt dann einmal mit einem Teaser reingehen, und zwar mal diesen zweiten Sporttalk abschließen mit den Bildern vom letzten Jahr? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir in dieser Sendung noch sagen müssen? Ja, du hast ja schon angesprochen, Thema Nachhaltigkeit wird in einer der nächsten Ausgaben Thema sein, und passend habe ich heute schon die Schildkappe von Mantahari auf. Mit denen machen wir nämlich heuer unsere Beachvolleyballkappen, wo unser Logo eben drauf ist, aber aus recycelten PET-Flaschen sind diese Kappen hergestellt. Und ja, ich habe da schon einen Podcast drüber gemacht mit dem Gründer, der ist auch Beachvolleyballer, Input-Interview-Podcast heißt der, kannst mal reinhören und auch schon mal vorab informieren. Wir haben echt coole Sachen heuer am Start, und so Krise ist einfach eine Chance. Ich muss es immer sehr positiv sehen. Dann entwickeln sich auch viele neue tolle Sachen. Aber gehen wir jetzt rein in unser Aftermovie vom letzten Jahr und machen wir nochmal ein bisschen Vorfreude auf dieses Jahr. Kann man noch ganz kurz zusammenfassen? Also, das noch einmal einblenden. Ball in, nicht vergessen, YouTube-Channel. Gleich einmal hier Mitglied werden und das Ganze abonnieren. Und dann natürlich noch einmal über die dankenderweise gute Kooperation, sehr gute Kooperation mit deinen Sponsoren. Es geht nicht nur in eine Richtung, dass quasi Sponsoren was hergeben, sondern du auch als Veranstalter was zurückgibst, und wie das Ganze dann gemeinsam mit einer großen Sponsorfamilie im Innsbruck Beach Event, My Beach Event, das Ganze dann hoffentlich in den nächsten Jahren wieder größer und besser machen können. Es läuft ja eh schon großartig. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, zweiter Sporttalk war großartig, und jetzt als Belohnung für alle, die hier zugesehen haben, noch einmal die besten Bilder vom letzten Jahr. Ich sage danke fürs Zusehen, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Ausgabeblock nächsten Mittwoch, wie immer, Sporttalk, nämlich um 19 Uhr hier auf Facebook. Danke dir, mein Lieber, und schönen Tag noch. Ciao. Ja, wollen wir es angehen? Machen wir das. Nein, den hilft dir nicht. Den hörst du nicht. Musst du auch nicht hören. Der nimmt eher auf den Hintergrund. Ich bin heuer mega happy, dass wir trotz der Situation das Event so auf die Beine gestellt haben, wie es jetzt da steht. Super cooles Event, das ist wirklich super cool aufgezogen. Es gibt ein Gewinnspiel, es gibt einen super coolen Center Court, es gibt was zur Verpflegung, also wirklich cooles Beachvolleyball Event, genauso sollte es sein. Okay.
Also es ist toll, dass das Event so stattfinden kann. Beachvolleyball ist wieder zurück und das Innsbruck Beach Event lebt.